Im Entlebuch zwischen Schöpfen und Hasle in der Kilchori Schöpfen bei Einstunden vor dem Flecken Schöpfen unfair vom Fluss Immen, in einer unlustigen Wilde und Winkel genannt im Kragen, gegen dem Unterwaldner Gebirg hat sich vor langen Zeiten ein heilsamer Brunnen, so aus einer hohlen Wand eines Felsens flüßt, er zeigt fast heilsam zu äußerlichen Liebsschäden und Gepressten. Darum dann ein schlechte Behausung und Hütten dargesetzt worden für die Badenden und ist genannt worden das Kragenbad. Kann man in den alten Chroniken lesen. Früher sind die Leute ähnlich angelegt wie wir übrigens. Grüß euch miteinander. Da hier auf das Frühling raufgekommen, für zu baden im Schwefelwasser innen, für das Zwicken und Zwacken loszuwerden, aber heute ist alles anders. Heute ist es so, wie wir euch das in den nächsten 90 Minuten gerne zeigen möchten. Ihr Sendung «Komm und schau» aus dem Entlebuch. Thank you.
Applaus gehört der Musikgesellschaft von Flüeli, aber nur zur Hälfte, denn der andere Teil ist für die Kindertanzgruppe, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Vorgestern ist oben der Winter eingefahren und ich hoffe jetzt für die Entlebucher, sie haben sich den Text von ihrem Schnittertanz zu Herzen genommen. Wenn du im Winter spinnen willst, musst du im Sommer sicheln gehen. Der Schnittertanz, der Entlebucher-Schnittertanz von Alfred Leons Gassmann, aufgeführt vom Kirchenchor und von der Trachtengruppe Flüeli. Heidi, du dumm, hopp, sassa, roll, la, la.
Anbietungen können ihm das Herz wärmen, aber die Füße nicht. Gehen wir doch rein an die Wärme. Hey, Vorteil. Gehst du? Ich gehe aus anderen Sorten. Denn einen Vorteil haben wir in der Schweiz. Es kann noch so ein Hotelwetter sein und es kann sogar Nacht sein. Wir können fast gar an jedem Ort in die Sonne gehen. Und dort anzieht es mich jetzt. Empfangen worden sind wir im Kurhaus von der Ländlerkapelle Alois Aregger von Wollhausen mit dem Entlibuch Schottisch. Ich habe am Anfang der Sendung vorgelesen, wie es da in Flüeli zum Kurbetrieb gekommen ist, dank dem heilsamen Brunnen der Schwefelquelle. Vor gut 100 Jahren war das. Dann zumal ist hier eine erste Kaffeewirtschaft, Kaffee- und Milchwirtschaft gestanden. Wir sehen sie hier auf dem Bild. Und zwar ist sie ganz genau da gestanden, wo wir heute sitzen. Später ist dann ein Kurhaus gebaut worden. Wir haben ja von dem ein Bild, ein schön farbiges. So hat es dann ausgesehen. Wir sind jetzt im gleichen Haus, nur ist die Farbe mittlerweile ein bisschen abblättert, wie ihr das ja wahrscheinlich gesehen habt, wo wir noch von aussen waren. Übrig geblieben ist von diesem ganzen Kurbetrieb die besagte Schwefelquelle. Vor einem Monat waren wir in Berneck, in einem Weindorf, und haben mit Wein angestoßen. Ganz klar, heute stoßen wir mit Schwefelwasser an. Meine Herren, zum Wohl.
Pardon. Es ist sicher sehr gesund. Also angestossen habe ich mit dem Theo Schneider, mit dem Heinrich Schneider, dem Gemeindepräsidenten von Flüeli, und mit dem Dr. Andreas Schmidiger. Er ist Publizist und hat schon einen Haufen über das Entli-Buch geschrieben. Ich darf die beiden Herren bitten, Herr Schneider und Herr Schmidiger, mir ein bisschen Informationen zu geben zu diesen Bildern. Ja, das Entli-Buch ist in einem kleinen Rahmen ein Reich der Mitte. Wenn wir die Schweiz uns in ein Rechteck einrahmen und wenn man in diesem Rechteck zwei Diagonalen durchzieht, ist das Entli-Buch ein Schnittpunkt. Es liegt also mitten in der Schweiz. Es ist eine alpine oder eine voralpine Talschaft, die zum Kanton Luzern gehört. Und zwar zu einem ganz wesentlichen Teil im Kanton Luzern. Es ist über ein Viertel vom Kanton Luzern, macht das Tal mit seinen Seitentälern aus. Wenn man so einen Vergleich ziehen will, es ist grösser als der ganze Zugersee oder grösser als der Bielersee. Es ist etwa so gross wie der Kanton Basel-Land. Bezüglich Einwohner wäre es noch glatt zu sagen, dass das Entli-Buch seit 130 Jahren also ungefähr grosso modo gleich viele Einwohner hat, wobei Bevölkerungsüberschuss immer hat müssen auswandern. Man trifft ja auch in der ganzen Schweiz und im Ausland trifft man Portmann, Emmenegger, Krummenacher und Stadlemen an, die darauf hindeuten, dass die Entli-Bucher müssen auswandern. Wie wir auf unseren Bildern sehen, hat es Einzelhöfe. Das deutet darauf hin, dass die Landschaft prägnant ist, mit viel Milchwirtschaft und Viehzucht, weil wir verhältnismässig ein rauches Klima haben. Wir sind hier in Entli-Buch. Von da weg ist es ein bisschen die höhere Lage, so von 700, 800, 900 Meter, wo wir jetzt auch in den letzten Tagen erlebt haben, mit dem neuen Winter, der bereits sich angekündigt hat. Wir kommen von Entli-Buch weiter durch das Tal auf. Wiederum die Einzelhöfe, die alle müssen erschlossen sein. Es sind nicht ganz alle erschlossen, aber immerhin. Über die Hälfte von sämtlichen Güterstrassen im Kanton Luzern sind im Entli-Buch. Und da sehen wir den Bahnhof von Hasli, der darauf hinweist, dass auch das Entli-Buch seit 110 Jahren erschlossen ist durch diese Bahn von Luzern, der Entli-Buch durch und den Langnau zusammen dauernd auf Bern. Da kommen wir auf Hasli mit dem bekannten grünen Kirchenturm. Wir sehen auch hier, typisch in unseren Entli-Bucher Dörfern ist die Kirche mit dem Dorf ein prägnanter, wichtiger Aussagepunkt. Wie man das da wieder am nächsten Ort, im Hauptort, das ist Schüpfen, ganz deutlich gesehen, dass Schüpfen ist der Hauptort und hat auch eine recht massive Infrastruktur mit allerlei Schulen, mit einem schönen Heimatmuseum, da ist auch noch ein Kloster und allerlei Gewerbe und Industrie. Und das Schüpfen ist auch der Ausgangspunkt, wo man dann nachher abzweigen in die Lammschlucht, die wir jetzt hier sehen. Die Teuflammschlucht, die sich öffnet, allmählich in das Tal, das Marietal vom Flüeli und Sörenberg, wo wir jetzt heute tagen und wo ich jetzt das Wort dem Herrn Heinz Schneider gebe. Danke. Da wäre nun die Gemeinde Flüeli. Flüeli, Sörenberg. Das Mariental, das Waldemmental, ein sehr schönes Tal, das seit Jahrhunderten schon beschrieben worden ist. Wir sehen die Strasse, die von Schüpfen Richtung Sörenberg führt, durch das sehr offene Tal, das links und rechts doch mit grossen Bergen umsäumt ist, mit den Schratten, mit den Schwendeliflur, mit dem Rothorn. Da kommen wir bereits ins Dorf Flüeli. Flüeli hat den Namen von der Waldflur. Denn die Kirche steht so prägnant auf der Waldflur. Die Kirche ist sehr schön restauriert worden. Die Kirche tut auch dominieren auf dem Flüeli-Wappen. In diesem Dorf Flüeli wohnt ein ganzes aktives Völkli. Das zeigt sich in dem, was sehr viele Vereine, sehr viele Organisationen unsere Einwohner beschäftigen. Wir gehen bereits in den zweiten Teil von unserer grossen Gemeinde, die 108 Quadratkilometer gross ist. Und zwar in Teil Sörenberg. Auch Sörenberg wie Flüeli sind
ist ein Wintersportort und ein Sommersportort. Da sehen wir sehr viele Ferienhäuser auf diesem Bild. Auch die einheimische Garde und die einheimische Bevölkerung hat sich immer so erhalten, wie man auch früher von ihnen das gewohnt ist. Wir kommen so langsam ins Zentrum von Sörenberg. Das Zentrum soll in einem Dorfcharakter aufgebaut werden, um zu zeigen, dass man hier wohl ist, daheim in Sörenberg, als Familienferienort. Sörenberg ist auch richtig Giswil erschlossen im Sommer durch die sehr schöne Panoramastrasse. Im Winter kann man die nicht auftun. Wir kommen wieder zurück auf das Dorf Flüeli, wo wir jetzt gegenwärtig sind. Und sehen auch ganz im Hintergrund das Schulhaus. Die Schule wird zentral geführt, was die Oberstufe ist. Wir haben allerdings 3 Schulhäuser in der Gemeinde. Die 9. Klasse muss allerdings auf Schöpfen in die Schule. Herr Schneider, wo ich gesagt habe, den Leuten, wenn sie gefragt haben, was ist das Nächste, komm und schau, in Flüeli, da habe ich also immer wieder das Gleiche gehört. Entweder, ah ja, Flüeli Ranft oder Niklaus von der Flüe. Ist das ein Zufall oder geht euch das auch so? Das ist kein Zufall. Wir werden sehr viel verwechselt miteinander. Flüeli Ranft im Obwalden und Flüeli Mäntlibuch. Zufälligerweise haben wir fast die gleichen Postleitzahlen. Und es ist auch schon vorgekommen, dass Bus, ganze Gesellschaften nach Flüeli Entlibuch gekommen sind. Im Sommer können wir sie eben über die sehr schöne Panoramastrasse reisen und im Winter müssen sie halt unten durch, über Luzern umfahren. Es sind manchmal auch Hochzeitsgesellschaften hergekommen, die gemeint haben, sie hätten da zu heiraten angemeldet und es ist halt nichts gewesen, sie müssen zuerst über den Berg. Auch umgekehrt ist schon passiert. Also ich hoffe, jetzt unsere Sendung tut etwas dazu beitragen, dass so Verwechslungen nicht mehr vorkommen. Der Henrik hat gesagt, er gehe in die Sonne. Henrik? Ja, Margrit, ich bin in der Sonne, aber ich schaue nicht in die Sonne. Wir schauen hier alle zusammen in die Scheinwerferinnen und unten durch in die Kameras. Er ist 43 Jahre alt geworden. Er ist schon vor 50 Jahren gestorben. Der Karl Robert Enzmann, Priester und Schriftsteller von Schöpfen. Und ich weiss eigentlich nur von ihm, dass es ihn gegeben hat, weil er Solothurner Lied dichtet hat. Ein Liederstädtchen wunderhübsch. Wir erinnern uns vielleicht an die vorletzte Sendung, die ja Solothurn war und an dem das Solothurner Lied gehört. Und als Luzerner hat er auch ein Lied gemacht aus und über diese Gegend hier. Wir hören das Lied jetzt, die Arbeiten vom Schülerchor von Flüeli. Es geht um ein Buch, wenn ich es eigentlich noch nie besungen gehört habe, ums Entlebuch. Bibliothek.
Wir sind hier im Sonnensaal und das Wirtshaus mit den Sälen und Räumen und Stübli ist voll von Sammlergut. Und der das gesammelt hat, das ist der Wirt von der Sonne, der Herr Krummenacher. Wie seid ihr so sammelwütig geworden? Ja, das hat schon als Schulbub angefangen. Nach der Schule sind wir etwa in die Torbach hindern und haben ein bisschen Flüeliglas ausgraben. So Scherben hat man gefunden. Die hat man in den Hosensack genommen und ist hey. Daheim habe ich nachher die Flüeli-Chronik ausgraben und habe dort nachgelesen, was eigentlich sieht mit dem Flüeliglas. Und das ist interessant. Da hat es mich gestochen und da habe ich gedacht, so, jetzt gehst du ein bisschen drauf sammeln. Dann bin ich mit den Jahren, habe ich schöne Sachen zusammengebracht, habe die dann nachher im Restaurant in einem Schaukasten ausgestellt und habe mit manchem Gast können diskutieren. Und das ist ein schönes Hobby. Ihr habt Haufen Flüeliglas in eurem Haus und in der Vitrine. Weiss man eigentlich gut Bescheid über das Glas, woher es kommt und so weiter? Viel weiss man eben leider nicht darüber. Aber darüber kann ich vielleicht der Dr. Horath vom kantonalen Denkmalschutz besser Auskunft geben. Ja, das stimmt, Herr Grubenacher. Man weiss tatsächlich nicht allzu viel über das Flüeliglas. Und zwar einfach darum, weil die Glasmacher gekommen sind am Anfang des 18. Jahrhunderts. Hier, ins Entlebuch. Sie sind nicht gekommen zum Bücher schreiben, sondern sie sind gekommen, um das Leben zu verdienen. Das war der Grund. Hier im Entlebuch haben sie eine Heimat gefunden, vor allem darum, weil sie einen Haufen Holz hatten, einen Haufen Wasser, einen Haufen Sand. Und das sind die Rohstoffe, ja, die es braucht, um Glas zu machen. Holz einerseits für Taschen, für Glasproduktion, und andererseits aber zum Tüfenheizen, um das Glas überhaupt zu schmelzen, um den Sand zu schmelzen. Mit der Zeit hat es ein paar Schwierigkeiten gegeben, weil mit all dem Holzschlag hier in der Gegend sind die Bäche zu Wildbäche geworden, haben das Land versahrt und so weiter. Und die Behörden haben da langsam eben ein bisschen Krach gemacht. Und so sind dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Glasmacher ausgewandert vom Entlebuch nach Hergiswil und haben dort weiter geglaset. Gerade aus dieser Zeit, so von 1862, da stammt ein Bild von Flüeli. Sie sehen das hier gerade. Das Kurhaus ist zum Beispiel noch nicht drauf. Es hat ein paar schöne Häuser, grosse Pfarrkirche, die ja heute noch genau gleich steht. Also das Dörfli der Glasmacher. Was haben die Glasmacher überhaupt produziert? Vor allem Putzenscheiben und Fensterglas und Flaschen und so weiter. Ganz gewöhnliches Glas, das man, wenn es einen Sprung hatte, eben wieder weggeschossen hat. Aber in der Freizeit haben sie besonders schöne Gläser gemacht, die sie gemalt haben. Und das ist natürlich etwas, was heute viele Sammler immer noch anziehen. Sie sehen hier auf dem Tisch vor sich ein paar solche Gläser, die wir in einem Film zusammengestellt haben, um ihnen eben die Schönheiten von dem Flüeliglas, vom gemalten Glas, besonders zu zeigen. Flaschen und Becher, Schnapshunde und Kerzenstöcke und ein Haufen andere Glasprodukte. Zuerst hier ein Trinkbecher, der bemalt ist, vorne drauf ein Vogel auf einer Ranke, dann so Federnblätter auf der Seite und hinten drauf ein Spruch: Behierte Gott mit seiner Hand die Stadt und ihr Land. 1722, also ganz frühe Flüeliglasbecher. Dann ein paar schöne Flaschen. Schnapsflaschen, wie könnte es auch anders sein im Entlebuch? Damals erst eine mit schönen Blumensträussen. Auch Email bemalt, wie Sie sehen. Mit Knoten auf der Seite und dahinter wieder wunderschöne Blumen. Volkstümliche Kunst, die leuchtet, einen Haufen Farben hat und prächtig ist. Dann eine andere Flasche. Ein bisschen eine bauchige. Ein bisschen mehr Platz drin gehabt. Auch ein Schnapsgutter. Vorne drauf ein Herz. Auf der Seite wiederum Blumen. Und hinten ein Spruch, ein religiöses Motiv. Maria Herz soll sein, in Leid und Schmerz mein Trost allein. 1735. Das Herz, das an die sieben Schmerzen Marien erinnert, vorne mit dem Schwert und mit dem Pfeil. Und noch eine weitere Gutter. Eine, die einen Korkverschluss hatte, vielleicht eine Mostflasche, da vorne drauf ein Mann mit einer Mütze. Wahrscheinlich die Jakobinermütze. Das darum, wenn man da hinten liest, siegen oder sterben, erinnert das ein bisschen an die französische Revolution. Da sehen Sie noch einmal den Mann mit dem Schwert und mit der Jakobinermütze. Dann noch die Grösstädte.
Das ist eine, die schon aus dem 19. Jahrhundert ist, mit dem Berner Wappen vorne drauf und datiert 1841. In einer Schlifftechnik hergestellt, darum kann man sie in die zweite Phase des Flüeliglas datieren. Und dann hat es einige so ganz kapriziöse Flüeligläsli. Da ein Schnapshund, sagt man. Komisch, man redet immer wieder vom Schnaps hier in der Gegend. Das also ein Schnapshund mit angeblasenen Beinen und mit einem angeblasenen Kopf, wie sie sehen. Und vorne dort die grosse Öffnung, das ist eben dort, wo man den Schnaps daraus getrunken hat. Sehr originelle Sachen. Man sieht, die Glasmacher hatten Freude an ihrem Handwerk. Vielleicht haben sie daheim auch solche Gläser. Und dann würde es mich sehr freuen, wenn sie mir eine Karte schicken würden. Denn wir sind gerade dran, ein Inventar zu machen von diesem Flüeliglas. Und ich komme dann binnen mit dem Fotoapparat vorbei. Nicht etwa zum Glas mitnehmen, sondern nur zum Fotografieren. Neben mir sitzt der Roberto Niederer. Er ist der Chef der Glas in Hergiswil, von dieser Glasanstalt, die die Traditionen vom Flüeli weiterführt. Roberto Niederer, wenn Sie heute alle Ihre Glassorten machen, denken Sie auch noch an Flüeli? Wir haben gar keine andere Möglichkeit, als an Flüeligläser zu denken. Wir sind ja die direkten Nachkommen von hier oben. Die Familie Sigwart ist 1723 ins Flüeli gekommen und hat hier oben gelasert. Und als sie da vorgeschickt haben, weil sie keine Energie mehr können haben, wenn wir das ganze Holz abgeschlagen haben, sind sie nachher auf Hergiswil gekommen, am Vierwaldstättersee, um mehr Holz überzukommen. Und wir machen eigentlich auch nichts anderes, als versuchen, wieder den Anschluss zu finden zum 18. Jahrhundert, zu der eigentlichen Zeit, wo man eben echt handwerklich Glas gemacht hat. In der letzten Zeit haben wir sehr viel über Flüeliglas geredet. Wir haben unter anderem auch eine Ausstellung gemacht über Flüeliglas unter dem Titel 250 Jahre Glasmacherkunst in der Schweiz. Und dort wollten wir eigentlich zeigen, dass wir in Hergiswil nicht unbedingt darauf angewiesen sind, die Sachen zu kopieren von damals, sondern dass wir eigentlich versuchen wollten, eben das Zeitempfinden wieder aufzunehmen. Da habe ich jetzt zum Beispiel so ein Gläschen, das ein ganz typisches Frühlingsgläschen ist, das vermutlich aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts ist. Und das ist wegen meiner, wenn Sie wollen, eine Kopie von uns, die ein bisschen anders gemacht ist. Es ist eben auf heute gemacht. Unser Gläschen vertreibt sogar die Wäschmaschine. Meine spezielle Freude ist, heute Abend hier auf Flüeli zu kommen und hier zu sehen, was der Krummer nachher alles zusammen noch oben hat. Denn er hat nämlich nicht nur die Glastradition von der damaligen Zeit aufrechterhalten, er hat sogar versucht immer noch, die Nachkommen von dem, die direkten Nachkommen zu gläsern, die wir auf unserem Tisch haben, die eigentlich eine Selbstverständlichkeit sind und die im Grunde genommen aus dieser Zeit stammen. In dem Sinn würde ich schon sagen, wir Hergiswiler haben gar keine andere Möglichkeit. Wir müssen weiter Glas machen, denn unsere Liebe gilt ja am handgemachten, am handwerklichen Glas. Und handwerkliches Glas in der Schweiz ist ganz bestimmt von hier oben entstanden und werden wir sicher alles daran setzen, das weiterzuführen. Eins und eins gibt zwei. Das ist ein Duo. Eins und eins und eins gibt drei. Das ist ein Trio. Jetzt stehen vier hier und sehen erst noch fast gleich aus. Es sind Gebrüder Hess, die das vierte im Trio einen Ländler spielen wollen, der Walter Hess, der der dritte älteste oder der zweite jüngste ist, komponiert hat, Most mühsam geben.
zum Grennen schön, oder nicht? Der Kurt Flüeli und Sörenberg war das. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, dass sie zusammen singen. Der wunderschöne Jutz ist vom Theodor, um es jetzt ganz gepflegt zu sagen, Schneider. Dori sagt man ihm hier oben. Eine der prägnantesten Persönlichkeiten des Entlebuch. Er ist Naturjodokomponist. Er ist Älpler, Nationalrat. Weiter am Tisch bei mir das Ehepaar Epp. Auch sie beide sind Älpler. Bei ihnen waren wir auf der Alp Schacht und haben dort Bilder gemacht. Herr Epp, wie viele Kühe hat der Alp dort oben auf der Alp? Wir haben also 45 Kühe hier oben und noch etwa 20 Stück Jungvieh. Sind das alles eure Kühe? Nein, wir haben hier noch einen Freund Sümmer gesehen. Hier oben. Wir haben von Oberalden etwa 20 Kühe, die noch überkommen. Ungefähr. Wir sind von etwa 5 Bauern, kleinere Bauern, die jetzt die Alp geben, als sie das Winterheim ein bisschen entlasten. Wir sehen euch jetzt beim Käse, Herr Epp. Was macht ihr für Käse? Wir machen hier oben Sprint. Also die Milch, die anfällt, verwerten wir selber verwertet oben. Und es kommen von 2 Alpen drauf zu, kommt noch etwas dazu. Wir machen im Vorsommer 2 Käse und gegen Ende noch einen. Nebst dem machen wir noch etwas, einen speziellen Alpkäse. Bratkäse und Bärkäse, den wir am Ort selber noch brauchen. Wie viel Milch braucht ihr für das Käse so in einem Sommer? Die Gesamtmilchmenge, die wir haben, geht um die 90'000 Liter herum. Jetzt hier wird der Käse gerade verschnitten. Und die Frau hilft mir also meistens etwas anziehen. Das heisst also gerade im Anfangsstadium fürs Korn zu machen mit. Frau Epp ist angesprochen. Was habt ihr noch sonst für Rolle auf der Alp, Frau Epp? Also meine Hauptarbeit ist vor allem einmal die Hausarbeit und die Betreibung der Familie. Der spezifisch auf dem Betrieb ist vor allem der Ortsverkauf, der viel Zeit in Anspruch nimmt. Dann helfe ich draussen bei der Futterernte. Und drinnen tue ich Anken mädeln, die auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Da ziehen wir gerade den Käse raus. Das ist heute gerade der rechte Mocke da. Eben, wie gesagt, weil ich da gerade nur einen gemacht habe, gerade noch so spitz an einen geht. Von den Leuten her, die wir hier oben haben, das bin ich mit der Frau hier oben. Da haben wir einen landwirtschaftlichen Lehrling. Da ist die Pflegemutter da und noch ein Onkel. Käse, die müssen wir auch den ganzen Sommer lagern. Die gehen also erst im Herbst gehen die gesamthaft die weg. Und wo lagert ihr die? Die sind in einem Speicher gelagert. Das heisst, der Teil ja auch im Salzkeller und dann kommen sie in den Speicher rein. Wir sind also, wenn wir sagen, so die letzten Tage im September sind wir aber ziemlich knapp drin. Das war jetzt so ein Datum, von wann bis wann genau seid ihr eigentlich auf der Alp? Die Alpzeit ist bei uns so 125 bis 130 Tage. Hier sind wir also am 19. Mai bereits zugefahren. Jetzt haben wir gerade noch den Speicher gesehen, den ihr schon vorhin angetönt habt. Das ist, glaube ich, ziemlich ein alter, wenn ich recht orientiert bin. Ja, der Speicher datiert von 1796 und ist also noch in einem guten Zustand. Eine letzte Frage noch an euch, Frau Epp. Was macht ihr am Feierabend auf der Alp? Ja, ich würde sagen, im Sommer, man genießt davon sicher das schöne Wetter. Man hat keinen Fernseher auf der Alp, oder? Und man ist manchmal, vor allem wenn man viel Arbeit hat während des Tages, ist man also am Abend schon müde, dass man dann einfach noch gleich gehen schlafen kann. Ich kann mir das vorstellen. Und im Sommer hat es ja auch kein Kommen und Schauen im Fernsehen. Ja, Herr Schneider, Alpwirtschaft, was für eine Rolle spielt die im Entlebuch? Die Alpwirtschaft hat im Entlebuch eine ganz grosse Bedeutung. Wir haben beispielsweise bei uns in der Gemeinde Flüeli rund 130 Alpbetriebe. Und da sind doch einige, oder ich würde sagen, der bessere Teil von diesen Alpler, haben noch ein Winterheimet oder ein Winterheimetli, eventuell klein, und damit noch ein bisschen Zeit im Winter sich für den Tourismus zur Verfügung stellen. Und zusammen gibt das dann zuletzt noch eine rechte Existenz. Ich weiss von Theo Schneider, dass Gott eine wichtige Rolle spielt beim Alpler. Ich könnte mir vorstellen, liebe Zuschauer, dass ihr
oder ein Teil von euch gar nicht recht weiss, was ein Bettruf ist. Wenigstens vielleicht noch nie einen gehört haben. Der Theo Schneider wird uns dann so einen Bettruf rufen. Wir waren bei ihm auf seiner Alp, der Seilwänge. Meine Alp ist 1569 Meter über Meer. Liegt am Fuss der Schrattenflue und ist eine ausgesprochene Rinderalp. Meine Rinder kommen zum grossen Teil aus dem Unterland. Selbstverständlich weiss ich, was für Arbeit das gibt. Und vor allem, wir sehen jetzt hier gerade, wir sind am Fehzellen. Wenn man das Fehne gestallert hat und sie in den oberen Weiden sind, muss man doch einfach nachlaufen und muss wissen, ob alles da ist und ob alles gesund ist. Alle meine Kinder kommen gerne auf die Alp. Das ist eine Alp, die auch meinen Geschwistern immer lieb war. Und darum treffen wir uns etwa wiederum dort oben. Zu loben in Gottes Namen loben. Loben zu loben in unserer lieben Frauen Namen loben. Das ist das Wort, das weiß der liebe Gott wohl. Hier über dieser Alp steht ein goldener Thron. Darin wohnt Gott und Maria mit ihrem allerliebsten Sohn. Und die ganze allerheiligste Dreifaltigkeit unter ihren Herzen verschlossen. Das eine ist Gott der Vater, der andere Gott der Sohn, das dritte ist Gott der liebe Heilige Geist. Amen. Ja, Theo Schneider, macht ihr das öppe die oder nur, wenn das Fernsehen dabei ist? Nein, das wird immer gemacht. Das habe ich schon als kleiner Bub gemacht. Und wenn ich eins nicht rum bin, so wird das von meinen Buben besorgt. Ist das ein eigenes Gebet oder ist das eine Überlieferung? Ja, das ist schon eine Überlieferung. Es wird nicht allen Orten gleich gerufen, aber bei uns da umeinander schon im gleichen Text. Du sagst, bei uns da umeinander heisst das, dass andere diesen Betruf auch noch rufen im Entlebuch? Ja, jetzt nur beispielsweise im Sörenberg ganz sicher, dass sie den Bettruf noch an 12 Orten rufen. Kommen wir wieder zu weltlicherem Musiken. Wenn man ein paar Tage hier in Flüeli ist, Sörenberg und Gebig, dann merkt man, es wird hier gern und gut gemusiget und vor allem auch sehr schön gejodelt, wie wir schon gehört haben. Hat das einen bestimmten Grund? Woher kommt das? Ja, auch das Jodeln ist selbstverständlich im Entlebuch eine grosse Tradition. Und ich würde sagen, das führt ganz sicher noch so weit zurück auf den bekannten Naturjodler Josef Felder, der weit über unsere Landesgrenzen aus bekannt war als ein ganz grosser Jodler. Und ich glaube, der hat nachher noch die Begeisterung hinterlassen, sodass wir heute im Entlebuch 16 Jodelclub haben. Schön. Reden wir nicht mehr länger von Musik, machen wir sie lieber. Die Ländlerkapelle Alois Arecker spielt uns wieder eins. Thank you.
Matteo Schneider, vom Auplen haben wir es schon gehabt, vom Jodeln, das ist der Nationalrat, haben wir vernommen, aber es ist noch lange nicht aus. Ihr seid ja auch Schwinger, und zwar noch ein erfolgreicher, immerhin einmal kantonal-luzernischer Sieger, ist das richtig so? Ja. Herr Schneider, was spielt das Schwingen für Flüeli und die Gegend für eine Rolle? Das ist eine grosse Tradition, die bei uns im Entlebuch ist, das Schwingen. Und wenn ich vielleicht gerade auf Sörenberg komme, dass sie viel über 100 Jahre, wo sich dort die besten Schwinger getroffen haben, zu einem friedlichen Wettkampf, würde ich sagen. Aber das hat uns nachher jetzt vor 21 Jahren so richtig aufgefordert, das frisch aufzuziehen. Und mit dem haben wir jetzt bereits schon 21 Bergschwingen abgehalten. Auch vom Schwingen, wenn wir nicht nur reden, es würde allerdings jetzt ein bisschen viel Sackmehl brauchen draussen für einen Hosenlupf. Wir waren aber dabei gewesen beim letzten Bergschwingen Zürnberg und haben dort Bilder mitgebracht. Und dort tut mir das wieder ein bisschen erklären. Ja, wir sehen jetzt hier unser Bergdörfli Zürnberg. Und es fällt sicher auf, wir haben Musik, wir haben Jodelclub, wir haben Alphornblasen, Fahnenschwingen. Und selbstverständlich ganz einen geeigneten Festplatz. Das sehen wir. Und wir sehen aber auch, dass ein grosses Interesse ist und dass der Bergschwinger Zürnberg heute von einer rechten Bedeutung ist. Wenn also da oben einer den Sieg erkämpft, so darf er das für sich als einen grossen Erfolg buchen. Da sehen wir gerade den Schmidiger Fritz bereits, einen Entlebucher. In einem harten Kampf. Und schon haben sich da wieder ganz Bekannte zusammengetan. Es sind zwei Turnerschwinger. Und bereits sehen wir hier einen erfolgreichen Zug vom Sieger Walter Felder, auf den wir selbstverständlich stolz sind, weil er ein Einheimischer ist, wenn er da ein bisschen auftrumpfen kann. Ueli Stucki hier. Mit dem Erwin Wicki. Ueli Stucki, das möchte ich erwähnt haben, dass er derjenige ist, der bereits schon den 12. Bergschwingen gemacht hat, einmal Sieger war, aber ein paar Mal den 2. Rang hatte. Und wir freuen uns immer wiederum, wenn er bei uns im Sörenberg erscheint. Auch die Jungen machen bereits schon kräftig mit, das sehen wir. Und die werden ganz bestimmt sicher später auch die Schwinghosen anlegen. Der Franz Schöpfer und der Niklaus Gasser, ein Favoritenpaar hier auf dem Platz. Und langweilig wird es einem nicht, wenn man die beiden sieht, schwingen. Und jetzt ist es bereits passiert, dass der Franz Schöpfer, der grosse Favorit, hat gewinnen konnte. Auch das muss sein, dass unter Umständen einfach der einst den gewinnt, den man nicht zum Voraus gesehen hat. Aber selbstverständlich, das bringt Spannung rein. Da sehen wir den Schlussgang. Und wie gesagt, die Form von Walter Felder, die er an diesem Tag hatte, hat sich bewiesen, dass er gegen Kollegen Franz Schöpfer konnte siegen. Wir freuen uns selbstverständlich darüber. Sieger vom diesjährigen Bergschwingen heisst ganz klar, dass er bei uns ist, der Walter Felder. Was hat dieser Sieg für euch bedeutet, Herr Felder? Ja, wenn das Schwingfest vorbei ist, dann gehen Schwinger und Schwingerfreunde in die Festhütte. Dann bei einem Glas Wein oder bei einem Kaffee sitzt man gemütlich zusammen. Da bleiben wir beieinander, manchmal bis morgen. Jetzt seid ihr natürlich als Schwinger irgendwie viel mehr wert oder gefragter, oder wie geht das beim Schwingen? Ja, ich bin schon ein bisschen mehr beliebter, also man kennt mich einfach und bekomme einfach die besseren Gegner. Und jetzt nach dem Kommen und Schauen noch mehr, die bis jetzt von Schwingen nicht verstanden haben. Herr Schneider, dürft ihr euch bitte die anderen bösen Männer auch noch vorstellen, die Hand ist und hinten dran? Da haben wir gerade den Ueli Stucki, den ich schon bereits erwähnt habe. Das ist einer von diesen Männern, der uns den Bergschwinger geholfen hat, gross machen. Er ist mehrfach eidgenössischer Kranzschwinger und da wäre ich am Sörenberg an einem Bergschwinger gar nicht wegzudenken.
Dort unten, besonders der Niklaus Gasser, das ist eine grosse Zukunft der Berner. Und der Niklaus Gasser ist bereits mit 20 Jahren schon eidgenössischer Kranzschwinger. Ich hoffe nur, dass er so viel zu uns kommt wie der Ueli Stucki und uns hier oben mit grossen Erfolgen auch noch erfreuen. Neben ihm in der Mitte ist der Franz Schöpfer. Der Franz Schöpfer zurzeit sicher der beste Entlebucher, Schwinger, das darf ich sagen. Und er ist gleichzeitig aber auch der Publikumsliebling mit seinem Angreifen und mit seinen schönen Kurzzügen. Neben ihm der Erwin Wicki, der vor allem in diesem Sommer gute Erfolge gemacht hat. Und wir hoffen auch, dass er das weiterhin machen kann. Er ist richtig im Kommen. Bravo. Das ist natürlich noch lange nicht alles. Sie sind nicht nur im Schwingen gut. Die Entlebucher, die von Flüeli, die von Sörenberg. Ich habe hier eine ganze Siegerrunde. Das sind jetzt die Skifahrer und da haben wir eine Weltmeisterin. Weltmeisterin in der Abfahrt in der Kombination 1954 in Schweden. Frau Ida Bieri Schöpfer, ein Begriff für alle. Darf ich euch bitte eure Kolleginnen und Kollegen auch noch gerade vorstellen? Das ist Brigitte Demmenegger vom Sörenberg. Und das ist der Heinz Bieri Sörenberg und der Pius Schneider vom Flüeli. Und das sind alles Meister vom Zentralschweizerischen Skiverband. Und jetzt möchte ich euch fragen, Frau Bieri, ihr habt 1954 den Weg gewonnen. Jetzt haben sie so grosse Schuhe und ganz andere Ski als dann. Und es ist ein riesen Skizirkus. Wettet ihr noch mal dabei sein? Ja, wenn ich jung wäre, so würde ich schon noch eins fahren, so die schönen Bahnen, die sie jetzt haben. Wir hatten nur so Scheisspistchen gehabt. Ein rechtes Kontrastprogramm. Wie tut ihr euch jetzt vorbereiten auf die Skisaison? Es hat vorgestern angefangen Schnee, es geht ja gleich los. Ja, es ist ja so, es wird Anfang Sommer wird Schwerpunkt auf Ausdauer gelegt, das Ausdauertraining, zu Fuß. Und dann kommt man schon bald, tut man ein bisschen lieb äugeln, ob wir noch Schnee haben, auf einem Gletscher, sagen wir. Gehen wir die ersten Kilometer machen, dann wird die Schnelligkeit gemacht mit Intervall, dann fährt schon gleich an. Wie gesagt, seit vorgestern schneit es, also es kann gleich losgehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall toi 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 und ganz eine gute Skisaison. Im Buch «Wanderungen durch die Schweiz» sagt der preußische Philosoph und Theologe Karl Spazier 1790, das ist also schon ein Zeitchen her. Achtung, jetzt kommt die Post. Der Entlebucher zeichnet sich aus durch Hang zur Betrügerei, Widerspenstigkeit gegen alle natürliche und obrigkeitliche Ordnung, Sauferei und zügellose Schweifungen vereint mit der strengsten Andächtelei. Und weiterungen heisst es: Diese Entlebucher sehen hart und kalt, unfreundlich und niedergeschlagen aus. Ihre Züge haben etwas Scharfes und Finsteres. In den Zügen und Mienen der Weiber ist jene ekelhafte Glattheit und Leere der Marienbilder, jene Stiere und Dumme, jenes Matte und Nichtsagende der weiblichen Allerweltsgesichter, die man tausend und abertausendmal sehen kann, ohne es der Mühe wert zu halten, einen einzig Zug davon zu behalten. Eine dicke Post, Herr Pfarrer, oder? Pfarrer Ezechiel Pritschki,
Euch kennt man. Die ganze Woche sind wir übrigens auch am Radio gewesen, mit dem Wort zum neuen Tag. Ein Satz ist mir ganz fest geblieben. Ihr habt dort hier gesagt, man muss auch mal Mut haben, zum Nein sagen können. Nicht? Das ist jetzt der Kopf, der dazu passt, zu der Stimme. Ist der Entlebucher so, wenn er den Herr Spazier hier 1790 beschrieben hat? Also ich glaube, auf den einen ist der Herr Spazier ist sicher nie ins Frühling hinterhergekommen. Der wird an der Hauptstrasse nachgegangen sein. Wenn das stimmt, dass die Entlebucher damals so gewesen sind, dann haben die eine ungeheure Wandlung durchgemacht in den 200 Jahren. Denn heute sind sie wirklich nicht mehr so. Das heisst, ich kenne ja die Entlebucher. Ich kann nicht sagen, generell kenne ich sie nicht. Ich habe liebe Freunde, Zechlismat und Schöpfen. Aber können tun ein bisschen Schöpfen seit einem halben Jahr. Und die sind, nach den 7,5 Jahren, die sind noch wirklich vollständig anders als die Beschreibung. Auch seit 7,5 Jahren seid ihr, Frau Alvarez, mit dem Herrn Pfarrer Britschki, zusammen hier in Flüeli. Ihr seid Spanier. Redet fast gar akzentfrei Schweizerdeutsch. Seid Frau und Pfarrhelferin. Mit all diesen Hypotheken, wie die ihr den Entlebucher empfinden und anschauen? Ja, es gibt im Schweizer Dialekt ein ganz schönes Wort, das heisst daheim. Und daheim ist ein Ort, wo man sich geborgen fühlt, wo man angenommen wird, wo man kann mit Menschen Freude und Leid teilen und überhaupt, wo man kann sein kann, wie man ist. Und als Spanierin habe ich also im Flüeli ein Daheim gefunden. Die Flüeler haben mir ein Daheim geschenkt. Gegeben. Und so schön ist es wie der Flüeler, dass ich darf sagen, das ist meine zweite Heimat geworden. Jetzt müsst ihr also applaudieren. Ja. Wenn der Entlebucher kommt, beichten, dann habe ich gehört sagen, er macht das meistens so in Gruppen. Ich nehme an, er öffnet einfach das Fußballstadion eröffnen und dann denkt man kurz nachher denken, was man alles bosget hat. Das ist die Sache in der Ordnung. Aber die noch früher gekommen sind, respektive die noch so zu zweiten kommen, tönt es dort nicht ein bisschen anders über einen Entlebucher? Ein bisschen mehr ähnlich, was da vielleicht in diesem Buch steht? Das weiss ich eben nicht. Über das kann ich nicht reden. Doch. Ich mache kein Weich mehr. Ja, dann mache ich schon ja, ja. Aber jetzt kommt das Geheimnis. Jetzt kommt das Geheimnis, ja. Rosmarie, ihr seid eine Vertreterin von der Jugend von Flüeli hier. Wie kommen wir denn so zu Schlag mit diesen zwei hier? Ja, also, weil unser Pfarrer sehr neuzeitlich eingestellt ist, kommen wir also sehr gut aus mit unserem Pfarrer. Und wenn wir ein Problem haben, ist unsere Pfarrhaustür immer offen. Umgekehrt helfen wir ihnen, auch etwa Messe zu gestalten. Aber, also, ich wünsche nicht mehr anders. Und, also, unsere Jugo arbeitet sehr viel mit dem Herrn Pfarrer und mit der Frau Alvarez zusammen. Also, ich habe euch beide auch lernen können und ich bin reicher geworden, dass ich euch lernen kann. Rote gibt es hier. In der Musik. Und dann gibt es noch eine schwarze Musik. Und einen schwarzen Chor gibt es und dann gibt es noch einen roten Chor. Was hat das für eine Bewandtnis auf sich? Ja, das ist ja heute nicht mehr so. Ich würde sagen, wir haben im Frühling hinten so viele musikalische Menschen, dass ein Musikchor die nie verkraften könnte. Es braucht also wahrscheinlich mehr als eins. Dann muss ich noch sagen, es gibt ja sogar noch eine dritte Musik im Frühling, die allerdings nur so etwa eine Woche lang im Jahr auftritt und die ist rot und schwarz gestreift oder gehäuselt, oder wenn ich dann muss sagen, das ist unsere liebe Guckermusik. Die ist mir besonders sympathisch, weil sie gestreift ist. Wir werden jetzt Killermusik hören. Die tut unter der Leitung von Herrn Robert Palmer. Herr Robert Palmer ein wunderbares Stück spielen, Napoli. Und dort hören Sie dann auch den Schweizer Meister im Euphonium, den Kobi Banz, ein Solo spielen. Und das wird gespielt in dieser herrlichen Kirche, die ja vor wenigen Jahren grossartig restauriert worden ist. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, aber eine so weltliche Musik in der Kirche. Ja, dann sage ich, warum nicht?
müssen wir diese unglückliche Trennung Kirche und Welt noch weiterführen? Oder wäre es nicht bald Zeit, dass wir das ein bisschen mehr zusammenbringen würden? Ich glaube doch, wir müssen Christen sind nicht noch in der Kirche drin. Wir sollten jetzt draußen sein, also in der Welt, im Alltag. Und andererseits sollten wir auch in der Kirche drin noch normale, gesunde Menschen bleiben. Und darum wird es dann auch so sein, dass am Schluss von dieser Darbietung geklatscht wird in der Kirche drin. Ich sehe nicht, warum man das nicht sollte. Man soll doch seine Freude Ausdruck geben. Die frohe Botschaft ist eine freudige Botschaft. Und wir klatschen ja sogar hier und da auch am Schluss von einem Gottesdienst. Thank you.
Bei uns im Kurhaus hat sich der Jodlerclub Flüeli aufgestellt. Jeder Jodler hat zwei Wappen auf der Brust. Auf der einen Seite das mit der Kirche, das von Flüeli, und auf der anderen Seite das vom Amt Entlibuch. Von Ihnen hören wir ein Lied, das Ihr Leiter Theodor Zielmann arrangiert hat. Und wenn man den Worten zulässt, erfährt man allerlei über Flüeli, sei es über die Lage des Dorfes oder über das Denken und Empfinden von seinen Bewohnern. Das Flüeli-Dörfli. Zwischen Bergen und den Flüelen ist es Dörfli wohl bekannt. Kehle Stein grad auf dem Flüeli, das Dörfli wird auch so genannt. Oh, mein Dörfli, du liebst Dörfli an dem wilden Emmenstrand. Menge zieht noch fort, die Freunde möchte wieder zurück ins Alpenland. Ja, la, 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 wenn ich von Bern her gegen die Alpen anschaue, dann sehe ich in den Voralpen eine mächtige, imposante Wand, die Schrattenflut. Von dort her kenne ich sie, von Bern her. Jetzt bin ich etwas über eine Woche hier im Entlibuch, Flüeli-Sörenberg, und gesehen habe ich sie noch nie. Die Schultra ist das Wetter, die Wolken sind darüber abgehangen. Von den Lehrern,
Franz Portmann, wollte man gerne so Zeug wissen. Ich werde jetzt mal wissen, wie sieht sie von hinten aus, die Schattenflur? Ja, die können wir hier gerade zeigen. Wir gehen nämlich jetzt gerade in die Luft und zeigen euch die ganz wunderschöne Schrattenkötte aus der Vogelschau. Da fliegen wir von Flüeli weg über den Nordhang. Das ist das Skigebiet von Flüeli mit dem Skilift. Nachher über die grossen Waldungen von Oberblasen und kommen hier auf die Flue ue. Das ist der Teil der Schratten, den man vom Flüeli aus sieht. Im Hintergrund sieht man die erste Erhebung, das ist der Strick. Und nachher der Grat setzt sich fort in südwestlicher Richtung mit verschiedenen anderen Zwischengipfeln, z.B. mit den Hechlezent. Das ist schöne Kletterfels. Und nachher der Hengst. Dort macht man im Frühling wunderschöne Skitouren von Sörenberg aus. Das ist die eine Seite der Schratten. Die andere Seite ist etwas nüchterer. Das ist das Geologische. Es gehört die Schrattenflut zur Alperandkötte, genau gleich wie auch unsere Schwendeli-Flue oder Krönflue. Wir haben hier einen Kalk in ganz besonderer Reinheit und von besonderer Mächtigkeit. In dieser Seite, die hier Richtung Sörenberg abfällt, sieht man kein Bächli. Das Regen- und Schmelzwasser, das rinnt hier so über den Kalkfels hin und frisst Röhe und Röhle. Dann sagt man Karre oder Schratte. Von dort her hat der Berg auch den Namen. Das Wasser versickert und man hat in grossen Forschungsarbeiten festgestellt, dass es unter den Schratten Höhlengänge hat und das Wasser nachher den Weg in südlicher Richtung sucht und schlussendlich am Thuner See wieder vorkommt, am Prienzerothorn. Jetzt, da sind wir bereits am Scheibengötsch hinten. Schaut ihn gut an, der Scheibengötsch spielt heute Abend noch ganz eine besondere Rolle. Wenn wir also zuhinterst in der Schratte sind, sehen wir runter in die Changnau. Wir sehen in das Grenzgebiet Luzern-Bern. Und viele Leute wissen nicht, dass dort drinnen die grosse Emme, und zwar auf Flüeliboden, entspringt. Jetzt habe ich schon ein bisschen einen Eindruck bekommen von dieser Landschaft auf dieser Schrattenflur oben. Eine Landschaft, die wahrscheinlich Nährboden muss sein, für Geschichten und Sagen. Das ist tatsächlich so. Es gibt verschiedene Sagen, aber die, die ich heute Abend erzähle, die hat Hand und Fuß. Nämlich früher war die Schratte nicht so kahl, wie wir sie jetzt hier gesehen haben. Bis oben aus hatte es Alpweiden. Schöne grüne Matten. Und die ganze Schrattenalp, die ganz schöne Schrattenalp, hat in einer Familie gehört. Die Familie hatte drei Buben. Leider Gottes ist einer blind auf die Welt gekommen. Als der Vater gestorben ist, hat man das Erbe verteilt. Der Blind konnte nicht zu Alp können. Er ist im Winter heimlich untergeblieben. Er hatte Vertrauen zu seinen Brüdern. Aber das waren nicht die Besten. Was sie geteilt haben, haben sie die schattigen Höger, die sauren Böden, haben sie einfach in diesem zugeteilt. Und was sie übernommen haben, als er seinen Anteil noch in den Kirchen vermachen wollte, haben sie Schaufeln und Pickel genommen und die Marre noch einmal weiter rausgesetzt. Der Ältere war Kurator von diesen Brüdern. Er hatte ein einziges Mädchen gehabt, das hat ihn gehaushältert in dieser Sennhütte oben. Die Mutter war gestorben. Sie war verkummert da bei diesen Ruhen rum. Und einst, an einem schönen Sonntagmorgen, sind sie zusammengehockt in der Sennhütte innen, vor einem Becken voll feisse Nidle. Hey, gang schau. Der Köbel ist draussen. Der überzeitige Köbel. Der hätte uns jetzt gerade noch gefällt, der Schau. Grüß Gott miteinander. Was willst du von dir oben, was? Ich habe es nicht mehr ausgehalten.
Aber jetzt geht mir in Gottes Namen ein Speckli voll Milch. Auch das noch. So, nehmt es von der Dahnenmilch, nehmt es um. Pfui, Teufel! Wie Dreck geht ihr mir da oben? Das hat er kein Tod nicht da. Der Teufel soll ich da vom Platz wecken! Und ganz schratten kommt dazu! Und der Teufel ist auf der Stelle gekommen und hat gewütet. Mit seinen ungemachten Krallen hat er z'oberst dem Grat oben angesetzt und das Zeug oben abgekratzt und keine Ruhe gelassen, bis er auf dem Blutenfels innen war. Auch heute noch sieht man auf einer Schrattenwanderung die teufelskrallen Spuren und es schudert einem richtig. Die beiden Älpler hat er auf dem kürzesten Weg in die Hölle abgeschickt. Zröse aber, so hat es geheissen, hat er unter einen Arm genommen, unter diesen hat er Geld und Gold genommen und ist mitten gegen Scheiben Götsch hindern und hat alles zusammen in die tiefste Höhle aber verbannt auf ewige Zeiten. Dort unten muss das Mädchen jetzt büssen für die Ungemach. Nur einmal darf es vorkommen im Jahr. Am Donnerstag, wenn beim letzten Gloria die Glocken läuten im Dorf unten, hockt es vor der Höhle und strahlt sein goldiges Haar. Dann wäre die Gelegenheit, ihn zu zerlösen. Es müsste einer können in die Höhle jetzt zur Schatztruhe führen. Aber das ist schwierig. Er müsste zutüsseln. Und dort drinnen hängt aber ein grosser Stein an einem seidigen Faden und auf dem Stein oben das Teufel und wenn er etwas merkt, holt er den Stein durch. Bis jetzt ist noch keiner rumgekommen. Keiner hat das Mädchen können erlösen. Schade. Wirklich schade. Es wäre sie der Wert. Sobald sie im Flüeli unten, das Glockengeläut im Turm oben von der Karfreitag-Räffle abgelöst wird, muss es wieder zurück ins Dunkelfängnis haben. Wäre es sich echt nicht der Wert, als wir einst wieder probieren, das Mädchen rauszuholen dort oben? Ich glaube es, nach den Bildern, die wir gesehen haben, sollte es doch wieder einst einen wagen. Ich möchte es anraten. Vicky, ihr seid Förderer und Erfinder und Abmarschierer von Wander- und Spazierwegen hier im Gebiet umeinander. Ich möchte mich schon ein bisschen auf eure Orientierungen verlassen, wenn ich mal wandern kann. Denn der Seidenfaden mit dem Stein, der so schnell oben runtergeht, den will ich also nicht im Knick haben. Wie viele Wanderwege gibt es? Wanderwege gibt es rund 300 Kilometer. Dort ist aber die Route mit dem Seidenfaden nicht inbegriffen. Dort hat es 45 Routen beschrieben nach Zeit. Die sind im Wanderbuch inbegriffen. Wanderbuch Entlebuch, sieht man da. Dann haben wir nebst dem noch 33 km Spazierweg, speziell markiert. Und eine spezielle Spazierwegkarte dazu. Jetzt für die Wanderweg haben wir auch noch eine spezielle Karte. Wanderwegkarte Flüeli-Sörenberg.
Und dann haben wir natürlich auch einen Wanderweg, den wir im Komm und Lueg werden vorstellen. Das ist das, was wir. Dann haben wir noch Achtung. Entlang diesen Spazierweg haben wir noch 55 Sitzbänke. Dass die müde sind, noch ein bisschen abhocken und etwas geniessen, ist ja gleich was. Ich weiss schon, was man genießt hier im Entlebu. Also, schleimen wir den Bogen. Frau Pia Intmann hat vorhin am Herrn Wicki ein bisschen geholfen, die Karten anzuschieben. Das ist der Grund, weil sie im Verkehrsbüro Chefin und Präsidentin ist, auch vom Verkehrsverein. Und ihr seid auch die Schuld, dass es Komm und Schau Wanderweg gibt. Wo geht der durch? Wir haben den Wanderweg ins Gebiet der Glasmacher gewählt. Die Route heisst «Auf den Spuren des Flühlinglases». Wir wollten eine Beziehung schaffen zur Glasausstellung, die jetzt bis am 10. November im Gemeinshaus Flühlin zu sehen ist. Die Wanderung dauert etwa ca. 2 Stunden. Und wir haben sie auch noch markiert, zusätzlich mit einem weissen TV-Wegweiser. Sie führt uns von Flühlin zur Torbachbrücke, Rotbachbrücke, hinterher zur Schwefelquelle ins Kessiloch, dann wieder die Strecke zurück über den Kragenberg, Schwandalp, Schlund und wieder ins Dorf Flüeli runter. Der Ausgangspunkt dieser Wanderung ist das Windtrübdenkmal neben der Dorfbrücke vis-à-vis von der Posthaltestelle und führt durch einen Dammweg hinterher gegen die Torbachbrücke. Der wunderschöne Dammweg, der ist schon angelegt worden um die Jahrhundertwende, und zwar für Kurgäste. Nach der Torbachbrücke schwenken wir dann ein auf den neu erstellten Wanderweg Flüeli-Sörenberg, der die beiden Dörfer verbindet. Der ist von überregionaler Bedeutung. Wir sehen hier, der Weg führt durch einen wunderschönen Mischwald. Wenn wir gut hören, hören wir etwa Vogelgezwitscher. Oder wir könnten auch etwa einen Fischreiher sehen. Es ist auch möglich, dass uns ein Eichhörnchen über den Weg kumpen würde. Links und rechts hat es wunderschöne Pflanzen. Es ist da ein Naturparadies, sehr unberührt, wo wir noch weiter wandern. Auf der Strecke würden wir in 2 Rastplätzen begegnen mit Feuerstellen. Weil wir aber noch nicht Hunger haben, laufen wir weiter gegen der Rotbachbrücke hinterher, werden dort ins Kragensträssli einschwenken und schon sind wir dort im Wasserfall vom Rotbach. Der Wasserfall ist leider nicht ein natürlicher, er ist geschaffen worden mit der Tanksperre zusammen im letzten Weltkrieg. Weiter geht's ins Kragental hinterher. Dort kommen wir jetzt ins Gebiet der Glasmacher. Wenn wir könnten ins 18. und 19. Jahrhundert zurückdrehen, würden wir jetzt in einer grossen Siedlung begegnen. Heute aber suchen wir vergeben Glashütten, Glaserhäuser, Kapelle St. Michael und das Badehaus und sogar die Schenke. Es ist nichts mehr herum. Darum gehen wir weiter und gehen zur Schwefelquelle. Die ist nämlich noch da. Es geht gar nicht mehr lang, hören wir ihr Rauschen. Geschmückt haben wir sie schon von Weitem. Das Wasser sei damals von Hausierern durchs Land gedreht worden und gebraucht worden gegen eine böse Hautkrankheit, der sogenannte Krätze. Jetzt wandern wir darauf, durch einen breiten Waldweg gegen das Kessi-Mätteli ue. Dort oben soll die 2. Glashütte gestanden sein. Wir packen unseren Rucksack aus. Was wollen wir recht jetzt? Ein bisschen nach Glasscherben graben? Oder wollen wir recht etwas essen? Wir sehen auch ringsum die Wälder. Und schon sind wir jetzt in der Nähe vom Kessiloch beim vorderen Wasserfall angelangt. Der Weg wird von dort weg immer enger und schmäler und gächer. Zinderisch müssen wir sogar über einen Rundholzsteg runtergehen. Und unsere Kinder haben fast ein bisschen Angst. Wir lüpfen sie mit einem starken Griff über den Bach und schon sehen wir dort den tosenden, grossen Wasserfall im Kessiloch. Der Rückweg führt uns wieder die gleiche Strecke zurück ins Kragental.
Nachher gehen wir bis zum Brunnentrog, zu einer Abzweigung gegen Kragenberg. Wir kommen dort durch ein Türchen durch. Wir dürfen es auf keinen Fall vergessen zuzutun, sonst stehen uns die Bauern nicht gerade so rühmen. Jetzt geht es ein bisschen gegen Ruhe, gegen den Kragenberghütte. Wir kommen fast ein bisschen ins Schwitzen. Dafür haben wir dort, wenn wir auf der Seite hinterher wandern, auch eine schöne Rundsicht. Schon wandern wir gegen den Schwandalp führen. Wir sehen von weitem schon das Strässchen, das gegen Schlund runtergeht, zu diesem Bauernhaus, wo wir dann links abzweigen, um wieder in unser schmucken, schönes Dorf Flüeli runterzukommen. Zuerst gehen wir jetzt unseren Durst ein bisschen löschen und dort tun wir selbstverständlich die Glasausstellung im Gemeindehaus besuchen. Wir haben für diese Wanderung auch ein Blatt geschaffen. Wir haben probiert, die TV-Wanderung auf einem Blatt festzuhalten. Vorne haben wir einen Orientierungsplan mit der Situierung und hinten haben wir einen ausführlichen Routenbeschreib. Das Blatt liegt bei uns im Flüeli auf. Es kann aber auch selbstverständlich beim Verkehrsverein Flüeli gratis bezogen werden mit einem frankierten Kuvert. Wir haben also im Flüeli nicht nur herrliches Wanderparadies im Sommer, sondern auch prächtige Skipisten im Winter. Wenn es eine Goldmedaille gibt für Werbung, dann bekommt ihr sie jetzt, liebe Zuschauer, daheim. Auch für den Komm und Schau Wanderweg gilt, kommt und schaut. Mein Vogel ist in jeder Sendung das letzte Wort zu haben, nämlich beim Adieu-Sagen, habt schön zu sagen. Und dann kommt die Musik, der Titel und dann wird es feister. Und heute beim Adieu-Sagen sage ich Noni, habt schön, denn es geht bei der Margrit unten noch weiter. Ja, und wir kommen auch zu einem musikalischen Schlussbouquet. Das gilt natürlich nur für die Sendung. Ich nehme an, es geht hier noch weiter. Das Schlussbouquet bieten uns drei Örgler und ein Bassist. Der Sepp Emmenegger, der Gemeindame,
und der Sepp Felder in der Mitte und der den ich immer Vetter Alfred sagen, der Alfred Vetter. Und am Bass haben wir der Fridolin Furrer. Und von innen hören wir ein Wälzerli vom Sepp Felder, dem in der Mitte vom Dorfpolizist von Flüeli. Euch daheim, wieder schauen. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle geben wir Ihnen nochmals eine kurze Übersicht über den zweiten Teil des Programmes.